aber genau dorthin führen, wo wir als Lehrerinnen eben immer wieder in brisanten Situationen sind, weil wir natürlich der Toleranz verpflichtet sind, aber es wie in dem Fall in Frankreich einfach Zero Tolerance gibt und einfach eine ganz glatte Distanznahme und auch ein Vorgehen im Namen des Rechtsstaates unabdingbar ist. Ich werde an verschiedenen Stellen auf den Pierre Bourdieu dann zu sprechen kommen. Du hast das erwähnt, vielleicht darf ich das sagen, liebe Ulrike, gar nicht nur wegen mir. Ich komme auf meine Kollegen in Magdeburg dann kurz zu sprechen. Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ist eine der Hochburgen in der Bundesrepublik der Medienpädagogik. Also Bielefeld war sehr, sehr wichtig und mich freut es natürlich sehr, dass ich da in Deutschland momentan ganz herzlich aufgenommen werde, weil meine Dissertation zu Dieter Barke so unglaublich gut ankommen ist. Ich habe zu Dieter Barke promoviert, werde ein bisschen was zu ihm sagen, weil er bei uns Medienpädagoginnen auf mehreren Ebenen zitiert wird, wenn es um Medienkompetenz geht. Darauf komme ich dann gleich zu sprechen. Die Ulrike hat es auch gesagt, ich bin am Institut für Bildungswissenschaften in Wien tätig, auch im Umfeld des Instituts für Lehrerinnenbildung. Also da ist die Medienpädagogik mit meinem lieben Freund und unserem wunderbaren Professor Christian Swerz, mit der einzigen Professur in Österreich, die wirklich dezidiert Medienpädagogik heißt, vertreten. Es gibt den TU Huck in Innsbruck, der macht das auch. Es gibt viele, die es machen. Aber es gibt in Österreich nur eine einzige Professur für Medienpädagogik und an der habe ich jetzt 10 Jahre lang gearbeitet. Und wenn es Sie interessiert, dann kann man bei Christian Swerz auf der Homepage die Texte nachlesen. Also wir schauen immer auch Creative Commons, dass unsere Forschung möglichst für alle zur Verfügung steht. Darauf komme ich dann auch ein bisschen zu sprechen, wenn es um Creative Commons geht. Und nur, dass Sie ein bisschen verstehen, wo ich angesiedelt bin. Die Chefredaktion meiner Zeitschrift, der Medienimpulse, wird vom Bundesministerium herausgegeben und ist für Sie gemacht. Ich mache es seit 10 Jahren. Ich komme an 2, 3 Stellen hoffentlich nicht zu narzisstisch darauf zu sprechen, weil ich immer wieder versuche, für Lehrerinnen und Lehrer Themen aufzuwerfen, die auch in der konkreten Unterrichtspraxis bei Möglichkeit ankommen sollen. Ich mag aber genau deshalb an einen sehr schönen Text von Bourdieu erinnern, der heißt da die konservative Schule. Ich zitiere ihn da ganz kurz, man kann das dann ja auch runterbrechen. Er sagt, man ist dann gezwungen, auf die extreme Rigidität einer gesellschaftlichen Ordnung zu schließen, die die am meisten begünstigten Klassen autorisiert, die Nutzung der schulischen Institution zu monopolisieren. Ein lieber Freund von mir hat in einer Arbeitsgruppe, er ist Asylrichter, als wir über Bourdieu diskutiert haben, alles runtergebrochen und hat gesagt, der Klassenkampf beginnt in unseren Schulklassen. In meiner Ausbildung in den 80er Jahren waren das die Unterscheidungsmöglichkeiten des Lacoste-Labels, heute sind es die Kosten für ein Handy, wenn wir das auf das, Ulrike, was du gesagt hast, mit dem Digital White beziehen wollen. Jetzt bringe ich nur ganz, ganz kurz ein bisschen Theorie rein. Mir ist es wichtig, dass wir im Blick behalten, dass die klassische Ausformulierung der Medienkompetenz auch bei Dieter Barke, den ich jetzt nur ganz, ganz kurz erwähne, ganz stark mit 3 Intellektuellen zusammenhing, die da Habermas, Chomsky und Bourdieu heißen. Ich werde heute vor allem auf den Bourdieu zu sprechen kommen, aber vielleicht haben Sie gesehen, der Jürgen Habermas hat uns ja jetzt mit seinen 91 Jahren 1800 Seiten, 1800 Seiten hinterlassen. Wer die Philosophiegeschichte des Abendlandes rekapitulieren kann, hat ein Lexikon vor sich. Das mag ich nur nebenher erwähnen, weil das gerade ein Seminar an der Uni ist, das wir machen. Und heruntergebrochen ist der Habermas ja weltberühmt dafür, dass es in einer Demokratie nicht darum geht, dass wir uns bekämpfen, sondern dass wir kommunikativ handeln. Und das hat viel mit dem amerikanischen Interaktionismus zu tun, dass man aufeinander zugeht. Also gerade wenn wir an den Nationalsozialismus denken, geht es darum, dass man als deutscher Professor auf die neuen Nachbarn kommunikativ handeln und nicht aggressiv kriegerisch zugeht. Das wäre in kurzen Worten das, was ich mit Habermas verbinde. Chomsky hat den Begriff von Kompetenz und Performance eingeführt und der Bourdieu hat das dann soziologisch vereinfacht gesagt auf die Klassenverhältnisse bezogen. Und daher mag ich an der Stelle einen Text, ich habe Ihnen ein Text- und Linkarchiv zusammengestellt. Ganz am Ende des Vortrags kommen die Links, die man jetzt notieren kann. Aber ich bin sicher, das erreicht Sie dann auch, Verena, Ulrike, irgendwie über andere Kanäle. Also ich habe Ihnen ein Link- und Textarchiv zusammengestellt, das Sie nicht erschlagen soll, sondern hoffentlich Ihre Arbeit unterstützt. Das kann man im digitalen Handapparat, Medienpädagogik dann verwenden. Und einer dieser Texte ist eben von Dieter Barke aus dem Spätwerk. Er ist 99 leider verstorben und hat einen Text geschrieben über Medienkompetenz als Netzwerk. Ich finde das sehr interessant, obwohl das 96 formuliert wurde, hat er da den Medienkompetenzbegriff mit dem Begriff des Netzwerks verbunden. Wenn ich, weil die Ulrike mich darum gebeten hat, das sozusagen
sozusagen als Beispiel auch ein bisschen runterbreche, dann geht es mir darum, dass wir als Bürgerinnen und Lehrerinnen eben auf verschiedenen Ebenen vernetzt sind. Glück im Unglück der ganzen Corona-Situation ist ja genau die Situation, die wir jetzt haben. Wir sind, egal wo wir in der Gesellschaft positioniert sind, so auf die digitalen Medien gestoßen worden, mit allen psychologischen Schwierigkeiten, die dann durch den Lockdown und die Isolation entstehen. Aber mein Cockpit hier war eigentlich für die Zukunft gebaut. Und wie wir jetzt gerade sehen, hoffe ich, dass Sie das auch interessiert, wie ich das mache. Also ich arbeite da mit 11 Bildschirmen. Das muss man nicht so machen, aber ich versuche immer, alles rauszuholen, auch im positiven Sinne, was die digitalen Medien uns bieten. Wir sind also vernetzt und insofern können wir den Grundbegriff der Medienpädagogik, die Medienkompetenz, auch ganz direkt darauf beziehen, dass wir in allen Wortbedeutungen mit Medien verbunden sind. Da steckt auch ein bisschen Theorie dahinter, aber wenn ich jetzt rede, ist das eigentlich die primäre Medialität, in der wir auch am Biertisch oder wo auch immer Gesellschaft reproduzieren. In einem zweiten Schritt könnte man auch historisch sagen, ist diese gesprochene Sprache fixiert im Schriftmedium. Also ich erwähne jetzt nur den Gutenberg, das wissen wir ja alle, nicht, dass sozusagen mit der Neuzeit und der Lutherbibel und der Gutenberg Galaxis heißt es ja auch, in eine Schriftmedialität eingetreten sind. Auf einer dritten Ebene kann man dann von Technologien reden, also buchstäblich von technischen Medien, Television, Fernsehen, Film, beginnt so im 19. Jahrhundert natürlich, ne, mit der Telegrafie, der Telefonie. Also diese Telebegrifflichkeiten kommen im Übrigen alle von der Telepathie. Das ist so eine medientheoretische Pointe, die mich interessiert, denn wenn Sie mich recht verstehen wollen, aber ich übertrage gerade meine Gedanken, nur mache ich es mit meinem Medium des Sprechens und mit der Kommunikation, aber so nebenher eine kleine medienpädagogische Pointe, dass unsere Television, Telegrafie, unsere Telebegrifflichkeiten interessanterweise auch von der Frauengeschichte her von den Medien kommen, die im 19. Jahrhundert zwischen Diesseits und Jenseits in einer Seance vermittelt haben. Und das waren vor allem Frauen, also 95% dieser Medien im 19. Jahrhundert waren Frauen. Also ich hoffe, Sie verstehen mich, das ist Gedankenübertragung, weil ich denke mal was, dann spreche ich es aus, dann übertrage ich es. Insofern kann man das dann auf die Technologien beziehen. Und im vierten Schritt, das wäre die quartäre Ebene, geht es eben um Netzwerke. Wir sind jetzt vernetzt, das ist das beste Beispiel. Wenn die Ulrike und ich nur zu zweit kommunizieren, wie etwa am Mobiltelefon, wäre das noch die dritte Ebene. Aber wenn wir so mit 70 Leuten vernetzt sind, wäre das so eine vierte Ebene der Netzwerke. Ich hoffe, das macht es trotzdem, obwohl es Theorie ist, ein bisschen konkret. Deswegen mag ich Ihnen ganz kurz vorstellen, wie denn jetzt der Dieter Barke die nicht unumstrittene Medienkompetenz gefasst hat. Er hat den Medienkompetenzbegriff zuerst einmal sozusagen geteilt in die Frage dessen, was müssen wir auch als Pädagoginnen vermitteln. Die Vermittlung betrifft dann die Medienkritik und die Medienkunde. Medienkritik, ich habe es hier in eine möglichst verständliche Frage umformuliert, meint einfach den kritischen, den reflexiven und den ethisch verantwortlichen Umgang mit den Medien und mit den Informationen. Beispiel Fake News im Moment. Na, was sind denn nun wirklich gesicherte Informationen? Das fragen sich, glaube ich, alle Bürgerinnen. Ne? Wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen, aber gerade die ganze Corona-Leugnungsangelegenheit ist für uns natürlich einerseits entsetzlich und gleichzeitig müssen wir es aber konstatieren. Man muss sehen, dass es da wirklich einen Mangel gibt in der Aufklärung und in der Bildung und an der Stelle müssen wir als Pädagoginnen reagieren, aber auch ein Bildungskonzept haben, um kritisch, reflexiv und ethisch verantwortlich mit Informationen umzugehen. Also ich hoffe, Sie verstehen, dass der Kritikbegriff einfach meint, dass man selbst reflektiert, auch Selbstkritik umfasst auf einer bestimmten Ebene. Ne? Aber dass man Informationen, die einen erreichen, natürlich auch reflektieren muss, sich überlegen muss, wer hat sie in Gang gesetzt, sind sie öffentlich-rechtlich mehrfach überprüft, sind sie einfach nur aus manipulativen oder propagandistischen Gründen in Umlauf gesetzt worden. Das betrifft die Medienkritik. Also alles, die Definition von Dieter Barke, die wirklich nicht unumstritten ist. Ne? Medienkunde meint dann vor allem sozusagen das breiteste
sozusagen die Netzwerke, die wir jetzt vor Augen haben. Und dann gibt es sozusagen für uns Pädagoginnen von da weg so eine Zielorientierung, weil wir wollen ja irgendwie auch erreichen oder auch selbst kompetent sein, dahingehend, wie man bestimmte Programme verwendet, wie man sie aber vor allem rezipiert. Das ist eher die Nutzung, ne? Die Nutzung ist dann eher so die passive Seite, ne? Das spielt beim Bourdieu dann auch rein, wenn ich kurz die Definition bringen darf. Bourdieu sagt, der Habitus ist eine strukturierte und strukturierende Struktur. So, wenn er strukturiert ist, dann ist das eher der Eindruck, den man hat, ne? Und wenn er strukturiert, dann ist das eher der Ausdruck. Also ich mag nur diese Medienkompetenzdebatte ein bisschen in die Diskussion einbringen. Wenn man dazu arbeitet, ist es eigentlich in der Medienpädagogik immer wieder so, dass der Barke an der Stelle zitiert wird, auch wenn man sich von ihm absetzt. Es gibt übrigens auch sehr, sehr feinnervige Kompetenzdefinitionen bei der OECD, die könnte ich mal nachreichen, wenn es jemanden interessiert. Passiert. So, und die Mediengestaltung, also wir wollen sozusagen unseren Studierenden, Kindern, Jugendlichen, wir wollen ihnen zielorientiert Mediennutzung und Mediengestaltung auf einer sehr praktischen Ebene auch mitgeben. Ne? Bei den Medienimpulsen gibt es eine eigene Rubrik, die, glaube ich, für Lehrerinnen ganz interessant ist, weil wir da ganz konkrete praktische Berichte liefern von Lehrerinnen, von geschichtsdidaktischen Projekten und so. Also ich hoffe, da nicht zu theoretisch zu sein, ich glaube, man kann das ganz gut runterbrechen. Ne? Medienkritik meint sozusagen eine reflexive Herangehensweise an die auch manipulatorischen Informationen, die uns in verschiedenster Art und Weise erreichen, sei das in klassischen Medien, in der Zeitung, sei das durch ein Gespräch, aber sei es eben jetzt vor allem auch unter den Bedingungen der digitalen Medien und der Social Media. Also kritisch, reflexiv, ethisch die Kritik, Medienkunde sozusagen das Aufzählen der Medien, die es gibt, Mediennutzung eher die rezeptive Seite, die aber interaktiv wird dort, wo es Telebanking, Teleshopping oder Telefonieren klassisch, Telefonie, Telegrafie oder so zu beschreiben gibt. Und Mediengestaltung meint dann vor allem die Aktivität dessen, wie wir mit den Medien umgehen. So, jetzt kommen wir schon zur nächsten Folie, machen wir es so, ich sag's ungefähr, ne? Ganz genau. Und in der Debatte, also weil ich erzählt habe, ich habe in Frankreich den Bourdieu auch noch erlebt. Ne? Ich mag da jetzt auch nicht die ganze bourdieuische Bildungssoziologie vor Augen führen. Aber entscheidend ist beim Bourdieu, wie ich gesagt habe, mit Eindruck und Ausdruck, dass der Habitus, also das Verhalten, das in unseren Körper eingeschrieben ist, vor allem vom sozialen Raum her strukturiert wird. Also man könnte sagen, wenn man in einer Professorenfamilie zur Welt kommt, dann wird es einem an der Uni leichter fallen, als wenn man in einer Arbeiterfamilie zur Welt kommt. Und der Vermittlungspunkt, der sozusagen den sozialen Raum dann über den Habitus also über den Eindruck wieder ausdrückt, ist beim Bourdieu immer die soziale Praxis. Also heruntergebrochen, das, was wir sagen, das, was wir tun im Unterricht, reproduziert natürlich in unserem Fall auch die Hertha-Firnberg-Schulen. Ne? Und daher habe ich Ihnen, ich sage es nur nochmal, ich habe ein Text- und Linkarchiv erstellt, das soll Sie nicht erschlagen, aber da ist zum Beispiel dieser Text von Bourdieu drin, der mir sehr sinnvoll erscheint. Der hat 11 Seiten, das kann man sich vornehmen, und da erklärt er wirklich in sehr, sehr klaren und luziden Worten seine Kapitaltheorie. Die mag ich jetzt auch nicht lang rekapitulieren. Ich glaube, es ist aber allen relativ klar, wenn ich viel ökonomisches Kapital habe, wie der Trump zum Beispiel, dann kann ich meine Vorstellungen in der Gesellschaft leichter durchsetzen. Wenn mir wie den Intellektuellen das ökonomische Kapital abgeht, ich aber kulturell gebildet bin, dann kann ich zwar gut Bücher schreiben, aber habe kein ökonomisches Kapital. Und beim sozialen Kapital, jetzt auch digital, verwende ich immer die Kontaktdaten in unseren Handys als Beispiel, weil da kann man, wenn man für einen Politiker oder für jemanden gearbeitet hat, kann man den persönlich anrufen und etwas bitten. Also man könnte sagen, das soziale Kapital ist eben auch eine Art von Netzwerkkapital. Also wie gesagt, den Text habe ich da auch ins Archiv reingenommen. Da kann man das auf 11 Seiten, glaube ich, hat er nur, kann man sich das relativ gut dann nochmal anschauen. Und hier ist ein Bild von Kurt Lewin. Weil für den Bourdieu natürlich die Feldtheorie ganz, ganz wichtig ist. Also das sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Fußballspielfeld, wie ein Spielfeld. Und die Nummern würden jetzt für Akteurinnen stehen, die zum Beispiel in einer Schulklasse aufeinander einwirken. Und je nachdem, also wir wären da in dem weißen Fleck, na, wir sind natürlich diejenigen, so wie ich jetzt, die mehr reden und die anderen müssen zuhören. Aber man kann ausgehend von Kurt Lewins Feldtheorie eben auch die Schulklasse mit Bourdieu als ein Feld begreifen, in dem bestimmte Kapitalausstattungen wie Jetons in einem Casino eine eminente Rolle spielen. Das ist übrigens auch eine eminente feministische Frage, weil sich natürlich in der Schule wie im Staat seit Jahrtausenden die männliche Herrschaft reproduziert, weil Männer traditionell unterschreiben durften, gerade wenn wir an Hertha Firnberg denken, 72, 73, war es erst so weit, dass wir in Österreich, dass Frauen unterschreiben durften, ne, dass sie für sich selbst einstehen durften. Vielleicht darf ich das erwähnen, gerade wenn es um Ökonomie geht.
Ich hoffe, ich setze das jetzt bei Ihnen nicht voraus, aber das Interessante bei der Hertha Firnberg ist, dass sie so wie ich aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte kam. Sie war am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte tätig und hat interessanterweise zu Lohnarbeit im Mittelalter und in der frühen Neuzeit promoviert. Ich sage immer, sie hat mehr geleistet als das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, denn sie hat mit den drittelparitätischen Kommissionen an der Uni jungen Frauen mehr Mitsprache gebracht als das ganze Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Aber es ist ganz interessant, dass sie durchaus marxistisch inspiriert zu Lohnarbeit an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit gearbeitet hat. Und auch dort können wir natürlich schon in den Renaissance-Städten in Italien sehen, wie das Kapital akkumuliert, aber vor allem in männlicher Hand ist. Deswegen mag ich gerade in dem Forum darauf verweisen, dass ich mich sehr freue, dass mein langjähriger Ressortleiter Praxis Christian Berger jüngst mit ihrer Viktoria Kriebauer so ein schönes Interview geführt hat, das mich berührt hat, weil ich beide so gut kenne. Und vom Titel weg hat auch an die beiden einen wunderbaren Titel gefunden, denn es muss in den Körper eingeschrieben werden. Man könnte auch sagen, es wird eben immer, auch wenn wir nochmal nach links oben schauen, die soziale Struktur einer gegebenen Gesellschaft in unseren Körper eingeschrieben. Also wenn man etwa an eine Ballerina denkt, dann muss man ja jahrzehntelang Ballett studieren, damit man dann beim Tanzen oder beim Gitarrespielen oder anderen routinierten Handlungen gar nicht mehr daran denken muss, wie man sich bewegt. Ich glaube, das bringt das auch ganz gut auf den Punkt. Und Viktoria Kriebauer hat das auch sehr, sehr schön eben als Direktorin, langjährige Direktorin ihrer Schulen auf den Punkt gebracht. Das hat mich sehr berührt und ist ein wunderbarer Podcast. Ich glaube, der Link ist eh schon bei Ihnen angekommen. Ich habe gehört, das wird Ihnen ja zur Verfügung gestellt. Im Notfall findet man ihn auch jederzeit unter Google. Übrigens eine schöne, auch praktische, medienpraktische Reihe, die der Christian Berger da an der PH Wien, wo ich übrigens unterrichtet habe, jetzt auch am Wochenende, auf die Beine gestellt hat. Ich mag das jetzt ganz kurz runterbrechen als Beispiel. Na, wir sind also in jeder didaktischen, aber auch menschlichen Situation in ein kommunikatives Kräftefeld, in ein Netz der Ungleichheit verwoben, das eigentlich unserer Verfassung widerspricht, nicht? Auch in Deutschland im Grundgesetz steht, sie dürfen nicht ob ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer politischen und religiösen Weltanschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Normativ gibt es das gar nicht, aber wir wissen alle wahrscheinlich persönlich, dass wir Situationen erlebt haben, vor allem die Frauen unter uns, in denen wir ungleich behandelt wurden, also benachteiligt wurden. Und da kann man mit dem Habermas sagen, das ist so ein normatives Gefälle. Unsere Verfassungen sind sozusagen viel progressiver als unsere auch in unserem Fall Schulrealität, also als die soziale Realität, in der die Ungleichheit ja unglaublich wahrnehmbar wird. Und dann haben wir natürlich als Lehrerinnen, wir als Therapeutinnen auch das eminente Problem, wenn wir an der Ungleichheit etwas ändern wollen, müssen wir selbst natürlich stabil sein und die ökonomischen Möglichkeiten haben. Ich glaube, dass das Ihre Schulen wunderbar machen. Deswegen freue ich mich auch außerordentlich, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Aber ich glaube auch, dass wir alle spüren, dass diese Belastungen, die wir alle haben, nicht zuletzt damit zu tun haben, dass man die Kraft nicht hat, diese Ungleichheit vielleicht auch im eigenen Kopf, in den eigenen Benotungskriterien und so, wie der Bourdieu sich das gewünscht hätte, sich immer vor Augen führen kann, weil einfach so viel zu tun ist. Genau, damit würde ich ein bisschen rüberkommen. Ich hoffe, das ist nicht zu theoretisch. Ich mag Ihnen nur ein bisschen Ideen mitgeben, weil die jetzige Debatte in der Medienpädagogik, wie der Titel auf der Folie auch zeigt, ne, vom Habitus über den medialen Habitus dann zum digitalen Habitus sich entwickelt hat. Also Habitus meint einfach prinzipiell das Verhalten. Beim medialen Habitus haben wir uns dann in der Medienpädagogik von den 70er Jahren an bei jedem neuen Medium gefragt, wie verändert das das menschliche Verhalten? Also der Super 8-Film wurde dann abgewechselt und heute haben wir die Handkamera, ne, die im Kino eine Rolle gespielt hat. Jetzt hat fast jeder schon so eine kleine Handkamera. So ändert sich eben das menschliche Verhalten, weil ich gesagt habe, Medienkunde, historisch, da kann man zurückgehen bis zu den Griechen, historisch immer, wenn sich die Medienentwicklung auch transformiert. Und deshalb würde ich jetzt gerne die nächste Folie haben. Dankeschön. Jetzt habe ich eins vergessen auf der letzten Folie, Entschuldigung. Ich wollte noch einmal den Bourdieu in einfachen Worten beispielhaft runterbringen. Ich sage gern, ein Bildungssystem, das die Schwächsten schwächt und die Stärksten stärkt, ist einer Demokratie nicht würdig. Ich glaube, das bringt all diese hochgerüsteten Texte von ihm auch auf den Punkt. Es ist ihm als Postbeamtensohn, als Bauernsohn aus der französischen Peripherie natürlich immer am Herzen gelegen, jenen, die benachteiligt werden, nicht noch mehr Benachteiligung zukommen zu lassen. Und ich denke, dass das auch die Prinzipien sind, soweit ich sie jetzt kennenlernen durfte, der Hertha Firnberg Schulen. Es ist ein Versuch, das einfach herunterzubrechen. So, bitte, die nächste Folie. Genau, ich habe das gesagt,
Mein lieber Kollege Ralf Biermann, vielleicht darf ich das erzählen, mein Doktorvater ist an der RWTH in Aachen, Sven Kommer. Und Sven Kommer und Ralf Biermann haben sich in der Debatte zum medialen Habitus eminent hervorgetan. Da ist ein Buch, das ich Ihnen auch ins Textarchiv hineingenommen habe. Da können Sie einfach ein bisschen nachlesen, um sich in dem Fall wirklich bei angehenden Lehrpersonen eine sozialempirische Studie anzuschauen. Das beschäftigt uns alle in der Medienpädagogik sehr, also auch wieder sehr Bourdieu inspiriert. Aber der Begriff ist eben von Ralf Biermann und Sven Kommer geprägt worden, weil sich angesichts unserer auch aktuellen Unterrichtssituationen die Frage der digitalen Medien ganz, ganz nachdrücklich stellt. Ich glaube, dass wir jetzt zusammengebrochen sind, weil das UPC-Netz weg ist, jetzt laufen wir über A1, ne, zeigt einfach, wie stark wir da noch abhängig sind von der Stabilität dieser Systeme, ne, die in dem Fall jetzt einfach gestört wurden. Na, aber haben wir gut hinkriegt, aber Barry kommt übers Handy wieder rein. Ich hoffe, kurzer Test, Sie hören mich eh auch alle, ne? Also ich glaube, dass wir das jetzt ganz gut hinbekommen haben. Aber so ist es. Im Medienzeitalter gibt es dann natürlich auch Störungen, wenn die Netze eben zusammenbrechen. Deswegen habe ich da jetzt nur als zweites eine Tagung aus dem letzten November ins Spiel gebracht. Die heißt eben schon digitaler Habitus. Jetzt könnte man sagen, was ist der Unterschied zwischen medialem und digitalem? Vor allem die jüngeren Kolleginnen sind natürlich selbst auch sehr interessiert an der ganzen Frage der Algorithmen. Also es geht dann wirklich auch um Programmiersprachen. Medialer Habitus wäre sozusagen ja schon mit einer Fotokamera oder mit einem Fotoapparat da. Digitaler Habitus dann aber erst in der digitalen Szene unserer jetzigen Social Media, die natürlich mehrere Eigentumsfragen auch aufwerfen. Genau, ich mag an der Stelle nur daran erinnern, hörst mich gut, Marlies, ich sehe gerade deine SMS, freut mich sehr, wenn das jetzt klappt. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu schnell, ich probiere es noch ein bisschen ruhiger. Also, mein Doktorvater Sven Kommer ist an der RWTH in Aachen, also vielleicht sehen Sie da auch ein bisschen dieses deutschsprachige Netzwerk, das sind wirklich Namen, die in der Debatte zum medialen Habitus eine wichtige Rolle spielen. Sven Kommer hat dann auch in einer Studie versucht, mal so verschiedene Kompetenzlevel des medialen Habitus zu definieren, anhand einer empirischen Studie. Das heißt, es gibt einen Level, da ist man verunsichert. Jüngst habe ich mit einer Kollegin diskutiert, die fast Angst hat vor digitalen Medien. Und dann habe ich ihr die in 2 Stunden ein bisschen nehmen können, weil es kommt auch bei den digitalen Medien eben darauf an, mit welchen Prinzipien wir sie nutzen und was wir damit machen. Aber dass am Anfang eine bestimmte Verunsicherung zu konstatieren ist, das wäre so ein erster Kompetenzlevel. Dann kann man diese Unsicherheit durch Delegieren ein bisschen zur Seite schieben, indem man sagt, das macht der andere. Dann eine dritte Ebene, in der man langsam damit beginnt, mit diesen Medien umzugehen, also ganz pragmatisch. Und für Sven Kommer wäre dann sozusagen das Basteln, das in Frankreich übrigens mit Claude Lévi-Strauss, diesem großen Ethnologen, verbunden ist, die schlussendliche Lösung dieser Probleme. Man beginnt mit diesen Medien zu basteln und kann auf einer praktischen Ebene dann auch im Unterricht vielleicht mit bestimmten didaktischen Modellen eine Möglichkeit finden, Medienpädagogik zu vermitteln. Jetzt erlaube ich mir an der Stelle, habe Ihnen den Link auch ins Text- und Linkarchiv reingenommen, auf eine Ausgabe der Medienimpulse zu verweisen. Die war bereits 2013, also ist schon ein bisschen länger her. Aber da finden Sie, wenn Sie Interesse haben, eben einen Text von Ralf Biermann, einen Text von Sven Kommer. Wenn ich ein bisschen narzisstisch sein darf, ich habe versucht, beim Bourdieu nachzuweisen, dass er eigentlich selbst auch sehr viele medientheoretische Begriffe verwendet hat, also eigentlich schon einen medialen Habitus kennt, bevor der Begriff geprägt wurde. Aber das nur so ein kleiner Hinweis, nur nochmal. Ich mache die Medienimpulse vor allem für Sie. Das ist auch der Auftrag des Bildungsministeriums, dass unsere Zeitschrift für Lehrerinnen gemacht wird und versuche halt da auch immer interessante, intellektuelle, eher theoretisch abstraktere Ausgaben zu machen und dann wieder sehr konkret zu werden, also etwa anhand der Debatten Schule 4.0. Aber wenn man sich ein bisschen einen Überblick verschaffen will, was momentan in der Diskussion zum medialen Habitus zirkuliert und diskutiert wird, sind da eben einige, auch nicht allzu lange, aber einige ganz interessante Texte zusammengefasst worden in dieser Ausgabe zum medialen Habitus. Genau, jetzt gehe ich zur nächsten Folie. Wenn ich gerade von der Hertha Firnberg erzählt habe, nicht? Das ist ja interessant, dass sie sich genau interessiert hat für den Wechsel der Lohnarbeit vom 15. zum 16. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der in Norddeutschland, in den Hansestädten, in Italien, wir wissen das, Florenz, Venedig, in den großen Handelsstädten, auch in Holland, die grundlegende Kapitalakkumulation sich festsetzt. Und da sagt man natürlich manchmal, das ist der Wechsel vom Feudalismus zum Kapitalismus. Und ich glaube, dass Ihnen das ja allen wahrscheinlich auch am Herzen liegt. Wir haben das Problem, wir haben eine allgemeine Rahmung, in der die Schule, eine staatliche Rahmung, in der die Schule natürlich immer situiert ist.
Und jüngst hat ein jüngerer Kollege an der Humboldt-Universität zu Berlin dieses Buch herausgegeben, das meines Erachtens nach sehr gut verständlich ist und das Problem des digitalen Kapitalismus aufwirft. Was er damit meint, ist, dass wir angesichts der FAGAMs, sagte er, also angesichts der Internetunternehmen aus Kalifornien, man nennt das ja auch die California Ideology, dass wir es eigentlich nicht mehr mit einer neoliberalen Ökonomie zu tun haben, weil Google, um ein Beispiel zu bringen, die Märkte, auf denen ihre Waren zur Verfügung gestellt werden, eigentlich schon selbst in der Hand hat. Und das hieße, dass wir gar keine neoliberale Ökonomie mehr haben, sondern sowas wie eine refeudalisierte. Das heißt, die Abhängigkeiten von diesen wenigen Konzernen werden immer stärker. Vielleicht haben einige von Ihnen in den letzten Tagen und Wochen gehört, dass das Kartellrecht jetzt bei Google in Amerika gerade zuschlägt. Es kann sein, dass Google in nächster Zeit seinen Browser verkaufen muss, ne? Weil die Monopolstellung von Google schon so groß ist, dass das kartellrechtlich bedenklich wird. Und gerade wenn ich diese Unternehmen hier vor Augen führe, dann wissen wir ja alle, ne? Das hat uns bereits von California aus hier alle erreicht, ob wir jetzt im Leasing unterrichten oder nicht, aber man kann diesen globalen Internetkonzernen kaum entgehen. Ich glaube, man merkt das ja auch an den Diskussionen. Das Problem ist, dass diese globalen Konzerne ja lokal keine Steuern zahlen und damit unglaubliche Renditen einholen können, die dann den einzelnen Staaten natürlich fehlen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Ungleichheit zu bekämpfen. Und momentan, vielleicht haben Sie das bei Donald Trump bemerkt, na, es gibt dann natürlich wirklich international einen brutalen Wirtschaftskrieg, weil in China auch ähnliche Internetfirmen entstanden sind wie Alibaba und Tencent. Und Philipp Stapp hat das also in einer sehr interessanten Art und Weise in diesem meines Erachtens nach auch sehr lesbaren und verständlichen Buch auf den Punkt gebracht. Er sagt, dass wir also mit proprietären Märkten zu tun haben, indem die Güter nicht mehr wie in der klassischen Ökonomie knapp sind. Ne? Traditionell zahlt man viel Geld für ein knappes Gut. Der Punkt ist, und ich finde das erwägenswert, auch für uns Pädagoginnen, ne? Dass wir es jetzt mit MP3-Dateien, die wir in wenigen Sekunden mehrfach multiplizieren können, dass wir es eigentlich damit zu tun haben, dass in dieser Ökonomie das Unknappe weil wichtig wird, weil es ja annähernd kostenfrei ist. For good or for bad. Ne? Es kann kostenfrei sein, indem wir einen Sozialstaat und eine sozial- und wohlfahrtsstaatlich organisierte Schule aufbauen. Aber es kann eben, wie ich gerade gezeigt habe oder wie Philipp Stab argumentiert hat, auch zugunsten dieser internationalen Konzerne, zugunsten von deren Kapitalakkumulation in Gang gesetzt werden. Wenn ich das versuche als Beispiel runterzubrechen, was bedeutet denn diese digitale Entwicklung der Märkte für die konkrete Unterrichtssituation? Na, dann würde ich sagen, all along sollten wir uns alle organisieren, denn das würde ja die endgültige Auflösung des öffentlichen Eigentums bedeuten. Wie Bourdieu einmal sagt, des inneren Reichtums der Menschheit, für den wir, glaube ich, zuständig sind, Musik, Mathematik, Physik, das nennt er den inneren Reichtum der Menschheit, also ein ganz anderer, ein, wie soll ich sagen, aufgeklärter Eigentumsbegriff. Und das würde am Ende auch bedeuten, dass wir die Mitbestimmung, die nicht zuletzt Hertha Firnberg ins österreichische Bildungssystem hinein revolutioniert hat, möchte ich sagen, dass wir die dann auch verlieren würden. Und zwar nicht nur auf Seiten der Lernenden, sondern auf Seiten der Lehrenden. Deswegen mag ich an der Stelle nochmal, ich habe Ihnen auch den Stab in das Text- und Linkarchiv hineingesetzt. Und ich muss noch einmal auf Pierre Bourdieu zurückkommen, weil ich finde, dass dieses Buch, das seine Vorlesungen aus den 90er Jahren erst 2014 auf Deutsch bei Surkamp lesbar gemacht hat, ein hervorragender Einstieg ist. Er unterrichtet selbst, man merkt das nicht, und er versucht eben seinen Studentinnen die komplexe Theorie, die er vorgelegt hat, relativ verständlich zu vermitteln. Ich mache das ganz kurz. Er sagt, der Staat ist ein Januskopf. Kurz gesagt, ist der Staat in der Hand der Wirtschaft, ne, dann wird das öffentliche Eigentum zerstört, wie ich es gerade mit dem digitalen Kapitalismus versucht habe, vor Augen zu führen. Ist der Staat aber in der Hand jener, die als Bevölkerung eigentlich volkssouverän regieren sollten, dann kann der Staat im Gegensatz zu anarchistischen Einschätzungen, also auch die Schule als staatliche Institution, zu einem buchstäblich auch feministischen Befreiungsinstrument werden. Das finde ich eine wunderbare Argumentation, und auch wenn er da vom Staat handelt, kann man das mit seinem Homo Academicus natürlich immer auch auf die Schule beziehen. Deswegen habe ich mir gedacht, es könnte für Sie auch interessant sein, dass von Wien aus eine wirklich internationale Diskussion angestrengt wurde, vom Kollegen Werther an der TU interessanterweise, zum digitalen Humanismus. Ich habe Ihnen da den Link auch. Achso, jetzt bin ich auf der nächsten. Hört er mich wieder nicht? Okay, ich hoffe, ihr hört mich. Genau, ich habe jetzt nur auf meiner Folie geschaut. Genau, wir hören dich. Okay, danke, Malis.
Okay, also das, ich habe jetzt ein bisschen vorweggenommen, ich wiederhole es nur nochmal. Dieses Buch ist 2014 bei Surkamp erschienen. Vielleicht ein wenig nebenher, es gibt auch auf YouTube die Möglichkeit, sich einen sehr schönen Dokumentarfilm über den Bourdieu auf der Couch anzuschauen. Da sieht man ihn auch noch, ich habe ihn persönlich erlebt. Da merkt man einfach, was das für ein liebenswerter Mensch war. Das heißt, die Soziologie ist ein Kampfsport. Gibt es auch als DVD bei Surkamp, aber auf YouTube gibt es eine mit spanischen Untertiteln, na, mit deutschen Untertiteln eine Spanisch, also eine von Spanierinnen gemachte Version. Also deutsche Untertitel hat das, kann man sich auf YouTube anschauen, unter uns erzählt. Und wie gesagt, der Kollege Werther hat an der TU dieses wirklich global sehr gut aufgestellte Netzwerk für digitalen Humanismus in Gang gesetzt. Da habe ich einen Link dazu. Wenn wir den schnell einblenden, ich mache da eine kurze Pause, dann kann man sich den vielleicht kurz notieren, denn wenn man auf den Link geht, kann man dieses Manifest, das so 3-4 Seiten hat nur, also ich glaube, damit kann man gut arbeiten, könnte unter Umständen auch in höheren Klassen damit in die Schule gehen, ne? Sind 3 Seiten zur gegenwärtigen Situation der Digitalisierung, der wir eben dezidiert einen neuen Humanismus, einen digitalen Humanismus entgegensetzen. Und wenn Sie sich den Link notieren oder nachher in der Folie einfach anklicken, kann man das Manifest lesen, unterschreiben. Und wenn man unterschreibt, ist man wirklich bei hervorragenden internationalen Vorträgen eingeladen, die fast im 2-Wochen-Takt stattfinden. Da sind wirklich sehr viele international renommierte, also aus Österreich etwa die Helga Nowotny ist da dabei und so. Also hochrenommierte, höchst interessante Persönlichkeiten. Und man kann einfach wie jetzt per Zoom an diesen internationalen Gesprächen teilnehmen. Wie gesagt, man unterschreibt das Manifest und wird dann über die Mailingliste jeweils vom nächsten Vortrag informiert. Ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich auch für euch. Oder für Sie, entschuldigen Sie. Und auf der Ebene finde ich es auch ganz interessant, dass wir natürlich jetzt immer wieder solche Diskussionen haben über das Gemeinwohl oder über Open Source, also über das Offene oder das Freie. Vielleicht kennen Sie LibreOffice, ne? Das ist ein nicht kommerzieller, danke, Marlies, das ist ein nicht kommerzieller, ein nicht kommerzielles Textverarbeitungsprogramm und vielleicht legen wir da mal die Aufmerksamkeit reflexiv drauf. Das ist das freie Office. Ne? Es ist Libre, wie die französische Revolution, noch einmal in schockierter Erinnerung an unseren lieben Kollegen, den wir verloren haben in Paris. Libre Office ist frei und dem Gemeinwohl gewidmet und vielleicht denkt man einfach an Open Source, OER, haben sicher alle jetzt schon vor Augen, nicht Open Educational Resources. Man denkt an Open Systems. Und wenn ich es nochmal mit der Hertha Firnberg sagen darf, sie hat den offenen Hochschulzugang überhaupt erst eingeführt. Was das für eine Frau war, das mag ich wirklich mit Nachdruck betonen. Nicht? Sie hat jungen Menschen die Mitsprache gegeben. Sie hat gegen die männlichen Professoren das durchgesetzt, die sich gewehrt haben, dass die Assistentinnen und Studentinnen da mitreden dürfen. Und mit Bologna ist das eigentlich wieder zurückbuchstabiert worden. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie mich eingeladen haben. Ich fühle mich hier zutiefst verbunden als Wirtschafts- und Sozialhistoriker, als Feminist, wenn ich das als Mann sagen darf, als jemand, der dem Frauenanliegen wichtig sind. Aber was sie da für den offenen Hochschulzugang geleistet hat, ohne digitale Medien, ändert sich nicht. Das haben wir unter digitalen Bedingungen ganz genauso. Also ich sage gerne am Ende meiner Seminare, stay open-minded and avoid paranoia. Also open-minded, ein offenes Denken und ein nicht in geschlossenes Systemen denken ist für uns Pädagoginnen ganz besonders wichtig, weil wir uns sonst buchstäblich selbst abschließen und andere Menschen, auch unsere Schülerinnen, nur mehr in geschlossenen Systemen denken können. Ein bisschen wieder lummern, das machen wir nicht. Wir denken offen mit Open Source, Open Educational Resources. Also wenn ich Ihnen ein Text- und Linkarchiv zur Verfügung gestellt habe, dann ist das unter uns auch legitim, weil ich dürfte Ihnen ja alle Kopien auch in die Hand drücken. Das ist dann eine medienrechtliche Frage, über die man auch noch reden könnte. Und dann finde ich an der Stelle natürlich die CC, Creative Commons, denkt man ans Gemeinwohl, Commonwealth, da gibt es ein Buch von Hart und Negri, die 2 Parlamentshäuser in England heißen ja, wenn ich jetzt richtig zusammenfasse, The House of Lords and the House of Commons. Und dieses kommunitäre Prinzip hat übrigens auch der Kollege Stab von der HU auf den Punkt gebracht, indem er von einem Commonism gesprochen hat. Also nicht mit U, nicht totalitär, sondern im Sinne der Community, des Gemeinsamen. Es gab in den 90ern eine lange Diskussion zum Kommunitarismus. Das war Charles Taylor in Amerika sehr wichtig. Und natürlich geht es dann um eine öffentliche Schule in öffentlichem Eigentum, die, wenn man nochmal mit Hertha Firnberg und Bruno Kreisky argumentiert, gerahmt werden muss. Ne? Der Kreisky hat daher Hertha Firnberg sozusagen einen sozialen Wohlfahrtsstaat als Rahmung gebaut, innerhalb dessen sie die Möglichkeit hatte, nicht nur Frauenanliegen, sondern prinzipiell demokratiepolitisch relevante, offene Hochschulzugänge zu schaffen. Eine unglaubliche, ich möchte wirklich sagen, weil sie Marxistin war, revolutionäre Leistung von Hertha Firnberg. Und die sollte man auf keinen Fall vergessen. Genau, und natürlich, wenn ich zurückkomme zur kommunikativen Kompetenz, liegt im Kommunikationsbegriff auch genau dieses Kommunitäre, das Gemeinsame,
Also das wären so zwei Antworten, die rund um den Digitalhumanismus eine eminente Rolle spielen. Danke, Marlies. Ich bin jetzt ein bisschen allein, ich hätte gerne ein bisschen, würde gerne ein bisschen mehr mit euch reden, aber wenn ich ein bisschen Feedback kriege, Feedback ist ein kybernetischer Begriff, ich versuche ihn mir abzugewöhnen. Aber so kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. Jetzt habe ich jüngst im Vorgespräch mit Marlies, Ulrike und Victoria auch noch ein bisschen über den, ja genau, zurück zum Thema, Digital as Social Divide. Also das Entscheidende ist, dass wir es immer mit einem sozialen Divide zu tun haben, also mit sozialen Unterschieden. Gleichzeitig wir aber unter den digitalen Bedingungen eben auch einen Digital Divide vermerken müssen. Historisch kann man an der Stelle sagen, dass bereits der George Orwell natürlich mit seinen Sozialreportagen oder auch die Marie Jaho da mit den Arbeitslosen von Marienthal darauf hingewiesen hat. Für uns in der Pädagogik ist die Rückkehr nach Reims von Didier Ribon mit Sicherheit von großem Interesse. Ich habe das auch erfolgreich bereits machen können an der Uni. Ich habe dann den Studierenden immer gesagt, gebt doch euren Eltern dieses Buch zu lesen. Und dann kam es wirklich dazu, dass die Familien selbst diskutiert haben, wie ist denn das mit dem, unseren eigenen Bildungskapitalien, mit unserer Herkunft. Interessant ist eben, dass er als homosexueller Arbeitersohn von Reims aus nach Paris ging und heute selbst Professor in Amiens ist, also nicht in Paris, aber auch wieder im Norden von Paris und mit diesem Buch, wie viele von Ihnen sicher wissen, vor über 10 Jahren, 2009, einen internationalen Bestseller gelandet hat. Und ich mag an der Stelle nur an ein Buch erinnern, das in diese Kerbe schlägt, weil in England 2017 der Bestseller von Darren McGarvey erschienen ist, der für uns auch interessant ist in Bezug auf Jugendkulturen und so, in dem Darren McGarvey, ich sage es kurz, nichts zum Zurückkehren hatte. Der Mann ist durch den Hip-Hop und durch einige Radiosendungen dann so stabil geworden, dass er ein Buch geschrieben hat. Er ist nicht aufgestiegen, wieder abgestiegen. Das ist sehr interessant, weil er sozusagen in Glasgow aufgewachsen ist und ja, Glasgow auch nicht verlassen hat. Aber es schlägt in eine ähnliche Kerbe, wenn ich auf die Feldtheorie zurückkomme. Auch Darren McGarvey sagt, die ganze Armutsindustrie ist eigentlich ein Gravitationsfeld. Sehr interessant, er braucht Bourdieu nicht lesen und kommt darauf, dass das ein Feld ist, in dem juristische, journalistische und verschiedenste andere Institutionen eine Rolle spielen. Also das wäre sozusagen der Zusammenhang der sozialen Unterschiede, die sich im digitalen Zeitalter dann vielleicht sogar verstärken. Und da haben wir Medienpädagoginnen sehr viele auch Texte und sehr viele Untersuchungen, die mit dem Begriff des Digital Divide zusammenhängen. Das wäre auch noch so ein Aspekt, der mir wichtig ist. Ich komme jetzt, glaube ich, langsam eher ein bisschen zum Ende. Ich wollte noch einmal sagen, angesichts von Fake News und Hate Speech und Cybermobbing, dass wir beispielsweise in den Medienimpulsen eine Ausgabe gemacht haben zu Propaganda, Manipulation und Fake News. Da stellt sich dann die Frage, wie können wir mit diesen Mechanismen umgehen? Wie können wir gegen Fake News vorgehen? Mir will es erscheinen, auch im Rückgriff auf die einleitend vorgetragene Medienkritikbegrifflichkeit, dass wir eben mit bewusster medienkritischer Herangehensweise den Auftrag auch haben, darüber aufzuklären, was ist eine valide Information, ist natürlich nicht so einfach und nicht so leicht, aber ich denke, dass das nach wie vor ein ganz entscheidender Punkt ist. Und ich bringe jetzt noch ein Beispiel vom Kollegen Amelin, der in dieser Ausgabe vorgeschlagen hat, dass man eben das demokratische Grundverständnis eben durch ganz konkrete Kooperationen, etwa mit der Demokratiewerkstatt des österreichischen Parlaments, ganz rational angehen kann. Also das wäre an der Stelle für mich noch wichtig. Ich komme jetzt wirklich langsam zum Ende. Tut mir leid, dass ich weggebrochen bin, aber ich glaube, wir sind gar nicht so stark drüber. Mir ist jetzt nur noch am Ende wichtig, welche Argumentationen wir also gemeinsam für Lehrkräfte und Schülerinnen entwickeln sollten. Also ich meine, dass es bei Möglichkeit darauf zu achten ist, dass auch im Sinne konsensualer Demokratieauffassung der kritische Umgang mit Informationen durch Medienkompetenzförderung der Schülerinnen zu erreichen ist. Da kann zum Beispiel der Text von Dieter Barke, den ich einleitend vorgestellt habe, Ihnen hoffentlich auch hilfreich sein. Ne? Okay, wir haben eh Zeit. Ich bin immer ein bisschen zu schnell, gerade jetzt, weil ich rausgefallen bin. Genau. Also. Ich meine, dass der Text dann hilfreich sein kann und ganz konkret geht es aber auch darum, dass wir Grenzen aufzeigen müssen, auch bei den Beispielen, die Marlies gebracht hat. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Wir brauchen an der Stelle eine ganz klare pädagogische Orientierung, um Grenzen ziehen zu können. Das müssen wir auch gerade angesichts dessen, was in Frankreich passiert ist. Der Islam ist beispielsweise nicht durch die Aufklärung gegangen und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich würde nach wie vor auch die Notwendigkeit sehen, die Aufklärung zu reaktivieren in einer geschichtlichen Perspektive. Aber konkret ging es darum, sich selbst auch zu fördern in der Frage der Medienkompetenz und der Sprachkompetenz auch. Aber es geht dann vor allem natürlich bei uns Pädagoginnen um Zielvorstellungen, wie wir unsere Schülerinnen darüber aufklären können,
was mit den neuen Medien an Informationen zirkuliert und wie wir mit denen kritisch umgehen können. Ein Beispiel wäre für mich, weil ich auch ein bisschen aus der Hacker-Szene komme, ich wollte Ihnen die Hacker-Ethik da auf einer Homepage auch noch zeigen, aber ich habe Ihnen den Link auch ins Text- und Linkarchiv hineingestellt. Also man kann bei der Hacker-Ethik zum Beispiel zeigen, ich wiederhole nur, Hacken ist ja kein Verbrechen, sondern Cracken. Cracken wäre wirklich Diebstahl. Hacken heißt ja nur, dass man ein System vor Augen hat und seine Lücken markiert. Und seit den 80er Jahren gibt es da eine ganz interessante Diskussion, wie man damit ethisch umgeht. Also selbst in der Hacker-Szene gibt es eine sehr virulente ethische Debatte. Und die ist zusammengefasst auf der Homepage. Ich habe den Link als letzten Link, glaube ich, im Text- und Linkarchiv drin. Vielleicht darf ich das erzählen, wäre auch interessant. Der Chaos Computer Club, an den ich da denke, macht ja in Wien zum Beispiel Kurse fürs Coden. Man kann den auch einladen in die Hertha-Firnberg-Schule in eine Einheit, dann kommen die vorbei und zeigen so Grundlagen des Codens. Und das Interessante am Chaos Computer Club ist, dass man online die Zeitschrift der Hacker-Szene, nämlich die sogenannte Datenschleuder, zur Gänze einsehen kann, weil sie es hochgeladen haben als ein Archiv. Also mir ist nur an der Stelle wichtig, dass selbst in scheinbar randständigen Szenen wie in der Hacker-Szene eine Ethik eine Rolle spielt. Ich habe auch jüngst zur Frage der Medienethik publiziert. Das ist uns auch eine Herzensangelegenheit. Was sind also die normativen Vorgaben unseres eigenen Handelns? Das wäre ein ganz entscheidender und wichtiger Punkt, der mir beim Kodex und den Spielregeln wichtig zu sein scheint. Also hier lassen wir kurz noch stehen, aber das steht vor Ihnen eh vor Augen. Das ist der kleine Link zum Chaos Computer Club, kann man sich ein bisschen anschauen. Wie gesagt, das sind auch ganz gute Pädagogen, wenn es darum geht, was heißt Coden, was heißt HTML, was heißt C++ und wie geht es da mit der Frage der Medialität der Sprache weiter. Ne? Ich habe gern Französisch, Latein, ein bisschen Griechisch, aber ein bisschen C++ ist eigentlich jetzt teilweise auch in Österreich verankert worden in den Curricula mit der digitalen Grundbildung. Vielleicht erwähne ich das noch. Es gab eine anregende Debatte, die sicher auch bei Ihnen angekommen ist, nicht zwischen Schule 4.0 und Wirtschaft 4.0. Das bringt meines Erachtens nach auch auf den Punkt, was ich zuerst gesagt habe über den digitalen Kapitalismus. So, jetzt komme ich, glaube ich, aber eh langsam zur letzten Folie. Ich habe mir erlaubt, ein bisschen die Curricula der Hertha-Firnberg-Schulen mir anzuschauen. Und eigentlich schließen sich für mich ein bisschen die Kreise, na, weil Sprache, Kommunikation und Medien in meinem Vortrag und in meinem Leben als Medienpädagoge natürlich auch auf allen Ebenen eine Rolle gespielt haben. Sprache, habe ich einleitend gesagt, ist natürlich das Primärmedium. Die Kommunikation vermittelt dann Sprechende. Und die Medien in allen Wortbedeutungen, vielleicht hier jetzt die technologischen Medien, machen eben eine Medienpädagogik nicht nur an der Universität, sondern im ganz konkreten praktischen Handlungsvollzug notwendig. Und daher habe ich es jetzt ein bisschen vorweggenommen, aber deshalb glaube ich, dass Sprache auch wirklich die Grundkenntnisse von Computersprachen umfassen sollte. Grundkenntnisse, ne? Man muss ja keine großen Softwarearchitekturen beherrschen oder durchschauen können, aber es ist halt wichtig, dass ich weiß, wie baut sich eine Homepage auf. Ne? Das ist auch eine ganz konkrete didaktische Frage. Weil auch die Displays, sage ich jetzt gerne, die Oberflächen, also so wie jetzt sind wir aufs Handy umgestiegen, die Präsentation ist eine Oberfläche und da geht es vor allem darum, dass wir sie erklären, verstehen können und dass wir in der Folge verantwortlich damit umgehen können. Führt ein bisschen zurück zu dem, was ich einleitend gesagt habe, da geht es um die praktische Anwendung der Mediennutzung, also dessen, was eher passiv ist, und der Mediengestaltung, das ist eher aktiv. Und da wäre meines Erachtens nach jetzt doch wieder ein bisschen universitär, aber auch die Sprachwissenschaft zuständig. Das Punkt 2 wäre dann, dass wir im Begriff der Medienkompetenz, eben wie ich auch angedeutet habe, den der kommunikativen Kompetenz eingelassen haben. Sprich auch wienerisch gesagt, man muss miteinander reden, ne? Man muss sich austauschen, gemeinsame Projekte planen, sich aufeinander einlassen und sich eben nicht abkapseln. Das fände ich ganz, ganz wichtig und das könnte man dann auch wieder medientheoretisch interaktiv begreifen. Das war sehr stark in der Kommunikationswissenschaft, ist auch bei uns in der Publizistik und so eine starke Diskussion. Und ja, jetzt komme ich zum Schluss. Ich würde dann einfach aus meiner Sicht mir wünschen, dass wir gemeinsam auch Dinge diskutieren, die zwar ein bisschen wissenschaftlich sind, aber die Kybernetik ist zum Beispiel sehr stark diskutiert, künstliche Intelligenz, Elemente der Systemtheorie, die sich wieder auf die Kybernetik bezogen hat. Also da sitze ich halt dran und versuche mein Bestes dann, das auch für Lehrerinnen so aufzubereiten, dass das interessant ist einerseits, auch für alle Beteiligten, die Lehrenden und die Lernenden. Und da könnte man dann wissenschaftlich sagen, na, das wäre dann eine Medienwissenschaft als Sozial- und Kulturwissenschaft. Und insofern mag ich zum Abschluss nur ein medienethisches Beispiel bringen, weil ich da
tiefen Überzeugung bin, das hat die Malisia in den Raum gestellt, dass zu einer demokratischen Vermittlung der Medienkompetenz auf jeden Fall auch die Setzung ganz klarer Grenzen dazugehört, wenn die demokratischen Grundspielregeln auch der Aufklärung des Humanismus, der modernen Wissenschaft, wie ich sage, mit Gewalt, wie wir das jetzt oder mit nicht gewaltengetrennter Gewalt in Frage gestellt werden, wie wir das in Paris gerade erlebt haben, dann müssen wir auch gewaltengetrennt dagegen halten. Und das wäre sozusagen das Plädoyer, die Demokratie unter solchen Bedingungen normativ vorauszusetzen und bei Möglichkeit mit jeder unserer Gesten, mit allen unseren Worten auch nach unserer Verfassung zu verteidigen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass wir es nach wie vor mit gravierenden sozialen Unterschieden in unserem Bildungssystem zu tun haben. Jetzt hoffe ich sehr, dass das bei Ihnen angekommen ist. Schade, dass wir da jetzt nicht so symbolisch interagieren können, wie wir das im Raum hätten tun können. Aber ich hoffe sehr, dass das jetzt bei Ihnen gut angekommen ist und Sie mit dem Textarchiv, das können wir noch aufmachen, ich sehe da, genau, das können Sie sich jetzt runterladen. Danke, Marlies, das freut mich sehr. Genau, also das ist, ich sage es nur nochmal dazu, das dürfen wir, das ist vielleicht so eine kleine medienrechtliche Frage, wo man auch ein bisschen Angst hat, aber untereinander darf ich Ihnen natürlich meine digitalen Kopien zur Verfügung stellen. Geht nicht raus, es darf niemand von uns damit irgendwie kommerziell etwas machen, aber wenn man da in aller Ruhe, ich hoffe, ich habe Sie da nicht erschlagen, ich bin immer ein bisschen zu schnell und so, aber ich glaube, das ist ein schönes Geschenk. Vielleicht erzähle ich noch eines, ich habe in meiner DIS alles, was der Dieter Barke je gesagt hat, nach Wien kommen lassen, das ist so Digital Humanities, wir haben alles eingescannt und Marlies, Ulrike und Victoria, na, da können wir eingeben, was hat der Mann über Frauen gesagt und in einer Minute kriege ich eine Liste, die ich selbst nie lesen kann, ne? Und weiß, was der Mann als auch Homosexueller übrigens für liebenswerte Sachen über Mädchen und Frauen gesagt hat. Das könnte ein eigener Vortrag, aber ich wollte nur sagen, so kann man dann wirklich unter den digitalen Bedingungen auch sehr die digitalen Medien sehr vorteilhaft nutzen. Insofern danke ich ganz herzlich, auch wenn es ein bisschen schwierig war, sind wir gestört worden, aber ich glaube, es hat gut funktioniert. Vielen herzlichen Dank, Herr Barberi. Man sollte jetzt auch mich wieder hören, ich hoffe, es funktioniert. Wir spenden Ihnen einen symbolischen Applaus. Sie können jetzt sozusagen unseren Applaus nicht hören. Es ist sehr schade, auch dass Sie die Reaktionen nicht unmittelbar sehen können. Aber wir geben jetzt allen die Möglichkeit,